Hey Luigi, ich fordere dich zu einem Katzenduell heraus. Und wir fauchen uns an. Los geht's mit Two Player. Katztastisch begrüße ich euch zu Super Flixboy SeamWorld hier auf Katze. Meine Lieben, es geht weiter, das Wochenende steht vor der Tür oder ist schon da und wir spielen wieder ausführlich eine tolle Welt oder mehrere tolle Welten. Cute Cats, Bad Goombas. Und ich spiele heute wieder mit meiner Freundin, die wie immer Luigi spielt. Und Flixboy ist nicht irgendein Baumeister, sondern jemand aus der Katzen-Community. Deswegen liebe Grüße an dich. Freut mich sehr, dass ich heute zusammen mit meiner Freundin dein Level spielen darf oder deine Welten. Ich bin gespannt, was uns so erwarten wird. Meine Lieben, hier kommt direkt der Hinweis. Wenn euch Super Mario gefällt, dann hinterlasst einen Daumen hoch. Und abonniert Katze, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Mensch, Luigi, was machst du da? Oh, direkt getroffen. So. Ich habe euch in der letzten Folge gefragt, sollen wir mal tauschen, dass ich Luigi spiele und... Oh nein, 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 oh, da ist ja zum Glück unten nichts. Dass ich Luigi spiele und meine Freundin mal Mario oder aber, dass wir zwischen den Welten immer mal wieder wechseln. Und da wart ihr sehr geteilter Meinung. Also manche haben gesagt, nee, bitte nicht. Ich finde es lustig, weil Luigi ist so der Running Gag. Also Luigi ist derjenige, der dann immer für etwas Ärger sorgt und immer tollpatschig ist. Und Mario rettet dann alles. Andere haben gesagt, ja, ich würde es auch toll finden, wenn der Luigi auch mal was schafft. Deswegen, ich bin immer noch hin und her gerissen. Wir belassen das jetzt mal bei den Welten von Flixboy so. Aber wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, ah Mensch, Katze, jetzt wechsel doch mal, dann mache ich das. So, Achtung. Weiter geht's. Uiuiui. Oh, den Zehner, den habe ich jetzt... Ach, Luigi, danke. Luigi kriegt natürlich wieder alle Power-Ups und Mario geht leer aus. Na, schönen Dank auch. Und jetzt läuft er noch in den Cooper rein. Na, Prost, Mahlzeit. Vorsicht, nein! Och, Menno. Immer diese Stacheln. So, da bin ich wieder. Hallihallo. Achtung, wie geht's jetzt weiter? Schritt für Schritt, nicht zu schnell. So. Okay, Achtung, was passiert jetzt? Okay, das geht oben weiter, aber das ist gar nicht so wild. Theoretisch können wir schon weiterspringen. Denn ich sehe, dass es da unten... Oh, nee, 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 nee. Wir müssen auf dem Ding bleiben, oder? Ja. Ich dachte, man könnte schon weiterspringen. Aber nee, so ist das auf jeden Fall sicherer. Luigi, spring mir bitte nicht auf dem Kopf rum. Okay, okay. Was haben wir da für einen Pilz? Keine Ahnung. Okay, soweit, so gut. Achtung, wieder so ein kleiner Gegner. Ein Geheimversteck. Luigi, komm. Das müssen wir erkunden. Nimm dir die Feuerblume und folge mir. Folge mir unauffällig. So, komm, komm mit, Luigi. Ah, da oben gab es nur eine Münze. Okay, ja, wir können wieder runter. Komm. Luigi. Luigi. Komm jetzt runter. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Da laufen die Klempner mit den Feuerblumen. Oh, wir haben es, glaube ich, geschafft. Okay. Soweit, so gut. Ja, Luigi ist zwar nach unten gesprungen, aber letztendlich hat das dann doch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. So, weiter geht's. Ich bin auf jeden Fall stolz, dass das soweit geklappt hat. Dum 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 Arami, dum 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 Salami. Das habe ich als Kind immer schon gesungen. Arami Salami. Frag mich nicht warum. Es kann sein, alle 5 Folgen komme ich drauf und muss es singen. Bowser's Minion Armada. Oh. Minion steht für, ja, die kleinen Schergen von Bowser. Und die haben wohl eine kleine Armada, also eine kleine Armee aufgebaut. Und die versuchen uns jetzt zu stoppen. Doch ich glaube, Mario und Luigi können hier durchkommen. Vor allem, wenn ich Luigi helfe. Luigi, lauf mal. Du bist sehr schüchtern. Aber wir wollen das Level schaffen. Wo läufst denn du hin? Ich will eigentlich nach unten. So, oh, guck mal, jetzt komme ich hier sowieso nicht weiter. Ha, meine Intuition wollte mich schon direkt nach unten bringen. Okay, und warum sind da so Gegner eingesperrt? Vielleicht eine Vorschau, was uns gleich erwarten wird? Kann das hinkommen? Kann das sein? Uah, ein Galumba.
Den nehme ich mit. Kann ja nicht schaden, so ein kleiner Freund. Der kleine Freund und Helfer. Ein Galumba mit einer Pflanze auf dem Kopf, die finde ich ja sowieso urkomisch. So. Achtung, hier ist auf jeden Fall auch Vorsicht geboten. Denn man sollte ja nichts überstürzen. So wie Luigi immer alles überstürzt. So, hol dir bitte die Feuerblume. Und dann lasst uns die Reise fortsetzen. Okay, die Feuerblume ist wichtig. Denn wir müssen jetzt wieder zurück, glaube ich. Spring mal. Okay. Ah ja, da war nochmal ein Secret. Also eine Münze. Und ja, wie schon gesagt, die Feuerblume, die wir uns geholt haben, die ist wichtig, damit wir da weiterkommen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, dass man erst eine Feuerblume braucht, um das Abenteuer fortsetzen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch in zukünftigen Mario Maker Spielen aufbauen kann. Damit meine ich, ich hatte ja mit euch erst diese Woche am Mittwoch den Livestream gemacht, wo wir unsere eigene Welt gebaut haben. Und da bin ich super stolz auf uns, weil ich vor allem sowas noch nie gemacht habe. Und am Ende ist es ganz cool geworden. Liebe Grüße auch an den Paul. Der Paul hat nämlich versucht, habe ich von der Mama mitbekommen, dass er das Level parallel nachbaut im Livestream. Da war ich ihm etwas zu schnell, verstehe ich aber auch. Aber er hat bestimmt das Level noch nachgebaut, indem er sich den Livestream nochmal angesehen hat. Und warum ich auf den Paul zu sprechen komme, ich dachte nämlich am Anfang, dass das Level zu einfach wird. Am Ende war das Level aber für mich, in meinen Augen, schwerer als ich dachte. Und dann dachte ich, ja gut, wie kriegen das die jungen Spieler hin? Die jungen Zuschauer. Aber ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf heraus, wie alt der Paul ist, aber der hat es gemeistert, das Level. Das heißt, es war trotzdem annehmbar. Und ich meine, hey, es gibt ja auch das Secret mit dem Stern. Dass man sich einen Stern holen kann, wenn man alle Münzen eingesammelt hat. Aber ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Falls ihr den Livestream nicht gesehen habt, schaut ihn gerne euch noch an. Den findet ihr natürlich auf meinem Kanal. Alternativ, schaut mal, ob ihr mein Level findet. Ich weiß jetzt aber nicht meinen Baumeister-Code auswendig, geschweige denn mein Code von diesem Level. Ice and Mushrooms. Aber konzentrieren wir uns jetzt wieder auf die Level von Flixboy. Entschuldige. Jetzt bin ich in diesen Monolog gekommen und habe nur von dem Livestream erzählt. So, Luigi ist schon wieder zu unvorsichtig, so wie immer. Das kann ich nicht gutheißen, mein verehrter Bruder. Also Vorsicht ist hier geboten. Wir wollen das natürlich meistern, ist ja klar. So. So, jetzt müssen wir aufpassen. Der Koopa ist schon wichtig für uns. Oh, Luigi! Hoho, Luigi hat es geschafft. Da war ich jetzt echt baff. So, ich wäre natürlich da nicht hochgekommen. Allerdings durch die Schwerelosigkeit im Weltall kann Mario als auch Luigi höher springen. Von daher passt es ja wunderbar. Luigi, geh einmal gerne da durch. So. Was erwartet uns hier? Oh, das wird wieder ein nerviges Level mit diesen Pilzen. Wie viele kommen da? Da kommen unendlich viele von oben herab. Luigi, eieiei. Wir müssen schnell weg hier. Verlassen wir diesen grauenhaften Ort. Oh, die Zielflagge. Sehr gut. Eieiei. Das war ja echt eine knifflige Angelegenheit. Aber gut, es hat funktioniert. Und wir können super stolz auf uns sein. Level beendet. 1:07. Was, 29 Sekunden? So schnell hätte man das Level schaffen können? Ja gut, bestimmt, aber nicht mit Luigi im Schlepptau. Eieiei. Mecha Castle. Okay, hier gibt es wahrscheinlich viele Mecha-Koopas. Mecha steht für mechanisch. Die mechanischen Koopas sind hier. Okay. Noch habe ich keine entdeckt, aber dafür viele Pflanzen und bunte Röhren. Ich müsste auch mal ein Röhrenlevel mit euch bauen. Ich finde das irgendwie cool. So. Da. Was gibt es noch so Schönes zu entdecken? Eieieiei. Mensch. Pass mal auf, Luigi.
So. Okay, da kam ein riesiger Strahl auf uns zu. Ja, die Mecha-Koopas, die sind nicht zu unterschätzen. So, aktivier gerne mal, Luigi. Oder ich mach das. Okay, komm. Da kann man rein. Komm rein, Luigi. Steht da und wartet. Oh, ich war zu langsam, weil ich vor allem nichts mehr gesehen habe. Luigi, steh nicht so rum und komm. So. Da. Komm, wir müssen weiter. Wir dürfen hier keine Müdigkeit vorschützen. So, Luigi. Mein armer Freund. Tust mir ja schon leid. So, ei. Luigi, oh nein. Schnell hinterherfliegen. Oh, wir haben es geschafft. Da war die Fahne. Nein, ich habe die Fahne übersprungen. Diese Rückzugsfahne, also ich sag immer Halbzeit dazu. Naja, egal. Das habe ich jetzt leider etwas vermasselt. Übrigens, nochmal möchte ich zu meinem Level zu sprechen kommen aus dem Livestream. Da hat einer angemerkt, ja Mensch, warum gibt es keine Fahne, damit man mal das Spiel sichern kann mitten im Level? Die gibt es deswegen nicht, weil ich dann keine Bedingung einstellen kann. Und Meowser war ja eine Bedingung im Spiel. Man muss ihn besiegen, um weiterzukommen. Aber gut. So, Achtung. Einfach nur auf die Fahne. Entschuldigung, Luigi. Ich muss dich leider rausschmeißen. Aber hey, wir haben das Level geschafft. Und das ohne Rückzugspunkt. Da können wir sehr stolz auf uns sein. Level beendet. Toll gemacht. Und weiter geht es. Das Schloss geht kaputt. In all seine Einzelteile. Düm, 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 bum, bum, rapapapapam. Schönes Lied. Oh, ein Wüstenlevel. Das ist die zweite Welt hier bei Flixboy. Okay, wir sind bereit. Temple of Five Masks. Okay, da bin ich mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Erstmal eine Röhre. Dann laufen unsere Mützenträger, die heute keine Mütze tragen, durch die Gegend. Ah ja, so ein Level, wo man verschiedene Dinge erstmal erledigen muss. Oha, wow. Das ist echt nicht einfach hier. Okay, Luigi, magst du die Pflanze? Quatsch. Die Münze holen oder soll ich? Okay, ich mach schon. Okay, Luigi, geh durch die Tür. Warte nicht auf mich. Geh doch durch die Tür. Brauchst du wieder eine Extra-Einladung oder was ist los? Tja, Luigi, selbst schuld. So, nächster Bereich. Komm. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, aber wir müssen... Oh nein! Ja, da war ich zu unvorsichtig. Kriegen wir nochmal so einen Kanonenkugel-Willi? Weil ich brauche ja nochmal sowas. Oh, ich glaube, wir müssen erstmal durch die Tür wieder zurück. So, kurz zurück und dann gucken wir nochmal, ob wir da jetzt sowas bekommen. Luigi, magst du mit oder... Ja, okay, warte einfach da. So, was haben wir hier Schönes? Zack, da wird natürlich die nächste Münze auch schon wieder nicht geschafft. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, wir müssen nochmal zurück. Entschuldigung. Das muss jetzt aber diesmal klappen. Sonst wäre das ja richtig peinlich. Da, bab, düb, düb. So, da ist nochmal die Kugel-Willi-Fähigkeit. Luigi, mach du mal, du kannst das. Aber du musst doch drüben stehen bleiben, mein lieber Freund. Mein lieber Freund und Bruder. Na gut. Also nochmal. Alle guten Dinge sind vier, nicht wahr? So, machst du oder mach ich? Das ist jetzt die Frage hier, mein Freund. Komm, diesmal springst du aber ein bisschen weiter nach oben. Oh, nö. Oh! Luigi, du hast es geschafft. Okay, warte auf mich. Geh du runter und sicher dir die Münze. Was war das? Was war das bitte? Okay, ich mach das alleine. Zack, hui, weiter geht's. So, okay. Jetzt gibt's nochmal die Fähigkeit. Luigi, nimm sie gerne mit. Ich brauch sie jetzt, glaube ich, erst einmal nicht. So, und jetzt müssen wir in den nächsten Bereich. Also, cooles Level. Dass man hier erstmal durch die Gegend springen muss, um nach und nach einfach alles freizuschalten. So, jetzt sind wir hier drin. Und auch hier gibt es natürlich ein paar Rätsel für uns. So, aber das ist nicht schwer. Zack.
Das war easy, aber eine nette Idee. Es muss ja nicht jede einzelne Münze schwer versteckt sein. Das hat Flixboy eigentlich ganz cool gemacht. Manche sind einfacher zu lösen, manche ein bisschen schwieriger. So, und jetzt müssen wir da hoch. Ja, jetzt kann ich dich leider nicht mitnehmen, lieber Luigi. Außer du springst auf meinen Kopf. Na, wobei. Tut mir leid, zu spät. Ach so, Moment, das ist ja... Warum sind die Stacheln plötzlich aktiv? Ich dachte, die wären erst aktiv, wenn ich einen Schalter betätige. Einen On-Schalter. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das hat mich doch sehr, sehr überrascht an dieser Stelle. Aber gut. Manchmal sind Überraschungen auch wichtig, damit ein Level nicht langweilig wird. Okay, jetzt einmal hier durch. Oh, ein Powerblock und oben steht THX. Das steht für Danke. Thanks. Ja, danke auch. Luigi, geh mal zur Seite. Ich setze mal kurz den Powerblock ein. Nummer 1, Nummer 2 und wir können ins Ziel. Cool. Dabadudubidubidabababab. Yay! Ja, das hat cool geklappt. Sehr, sehr gut. Okay, weiter geht's. Wir haben echt lange für das Level gebraucht. Wenn ich mir immer so den Highscore anderer Leute angucke, dann ist das ja nicht ganz so gut, wie man sich das vielleicht erhofft oder wünscht. Naja, was soll's. Dark Pyramid. Pyramid. Ich weiß gar nicht, wie man das Englisch ausspricht. Pyramid, glaube ich. Die dunkle Pyramide zu Deutsch. Okay. Es gibt Wasser in der Pyramide. Ganz vorsichtig. Ganz langsam. Ich finde, gerade diese Dunkelheit ist in Wasserlevel sehr beliebt, oder? Kommt mir zumindest immer wieder vor. So, wir schwimmen langsam und ganz vorsichtig. Ich möchte mich nicht treffen lassen. Luigi, wir machen das, glaube ich, ganz gut. Wir so als Zweier gespannt, oder? Achtung, Achtung. Da ist auf jeden Fall ein Schalter, der wird jetzt aktiviert. Was auch immer das bringen soll. Ja, hol dir das doch. Warum hast du dir die Froschfähigkeit nicht geholt? Dann nehme ich sie. Ich finde die so viel besser, wenn man unter Wasser unterwegs ist. Weil das einfach sehr entspannend ist. So ein Froschlevel müssen wir auch mal machen. Da, boop, du, da, ba, du, du, bam. Ach ja, schön. Sehr, sehr schön. Ich liebe es. So müssen Level sein. Mit einer Schwimmpassage. Cool. Gefällt mir. So, und da geht's auf jeden Fall weiter. Luigi, kommst du da so langsam? Oder brauchst du wieder eine Extra-Einladung? Okay, du gehst oben lang. Wir machen das so, genau. Du gehst oben lang, ich gehe unten lang. Und irgendein Weg wird schon richtig sein. Welcher richtig ist, sehen wir, wenn das Licht angeht. Nee, Spaß beiseite. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Okay, sehr gut. Läuft er wie am Schnürchen hier. Und los geht's. So, jetzt können wir da durch. Das war also die Idee mit dem Powerblock. Eigentlich auch wieder eine schöne Idee, um das Level irgendwie fortzufahren. Okay. Luigi, warum gehst du nochmal durch die Röhre? Luigi hatte, glaube ich, Angst. Oh, da war ein Muncher. Der hat uns gleich wieder rausgeschickt. So, na gut, dann nehme ich mir eben die Feuerblume. Oh, hat jetzt wenig gebracht, ich wurde direkt getroffen. Egal, Pustekuchen, Teppichtörtchen, was soll's. Wir schaffen das auch so. So, ha, schon erledigt. Raus hier. Es wird nur unnötig gefährlich. Das müssen wir nicht aufs Spiel setzen. Und es gibt ein extra Leben. Sehr gut. Die sind wichtig bei Flixboy. Er hat schwierige Level. Level beendet. Okay. Nächstes Wüstenlevel. Das muss das vorletzte sein in der Wüste. Und dann geht es aus der Wüste raus. P-Kurs. Also ein Kurs, wo man den P-Schalter einsetzen muss. Bin ich mal gespannt. Sowas finde ich immer sehr kreativ. Wo fängt es hier schon an? Okay. So, ich nehme das mal, Luigi. Nichts für ungut, aber bis du da durchgekommen bist, nicht, dass ich dir das nicht zutraue. Nein, keineswegs. Natürlich würdest du das schaffen, aber ich dachte, ich mach einfach mal, ja? Das wird doch schon passen für dich, mein lieber Freund.
Mein lieber Gesangsverein. So, jetzt aber schnell. Wir wollen ja auch gut vorankommen. So, hier ist es knifflig mit dem ganzen Feuer. Wir müssen im richtigen Augenblick rüber. Luigi, ja, du kommst da wahrscheinlich nicht rüber. Nichts für ungut. Wobei, mit dem Spin-Jump? Nee, man kann nicht Spin-Jumpen, oder? Auf Feuer. Nee, das wäre irgendwie unlogisch, wenn das auch gehen würde. Reicht ja schon, wenn das bei Pflanzen funktioniert. Was ja auch ein bisschen komisch sein kann. Durchaus. Muss nicht, aber kann. Okay, und ins Ziel. Schönes Level. Gerade im Multiplayer ein bisschen schwierig. Aber ich habe ja schon mal angekündigt, ich muss mir auf jeden Fall mal eine Multiplayer-Welt raussuchen. Die dann irgendwie ganz cool sein kann, weil man dann gleichzeitig versucht, Rätsel zu lösen. Und da ist das Luftschiff. Hallo Luftschiff, schön, dass wir da sind. Okay, Rocky Airship. Okay. Okay, okay, Vorsicht. Mecha Koopa mit Raketen, mit Raketen, mit Raketen, Vorsicht. Und jetzt habe ich wieder einen Handstaubsauger. Der Handstaubsauger. Ich müsste mal ein Level mit den Handstaubsaugern machen. Und dann nenne ich das Level auch Handstaubsauger. Und man müsste irgendwie mit den Koopas irgendwas aktivieren. Okay. Schon mal sehr interessant hier. Mal gucken, was uns noch erwartet. Wird mit Sicherheit noch interessanter. Oh, ganz viele Blumen. Ganz viele Piranha-Pflanzen. Und ein Cape. Wofür haben wir hier das Cape bekommen? Ah, wir müssen da runterschweben. Okay. Auch eine coole Idee. Oh, wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Oh, wieder eine Feder, eine Feder, eine Feder. Sehr gut. Achtung, Achtung. Kommen wieder Raketen auf uns zu. Oh, jetzt muss einer von uns nach oben, oder? Kriegen wir das beide hin? Ja, wir kriegen das beide hin. Komm, komm, Luigi. Oh nein, Luigi, wir haben dich verloren. Tut mir leid, mein bester Freund. Freund und Bruder. Ist ja klar. So, du. Da, ba, du. Tral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 a. Bitte, bitte, jetzt nicht runterfallen. Bitte, 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 bitte. Ich weiß nicht, wie weit es noch geht, aber ich will nicht runterfallen. Luigi, geh du hoch. Okay, okay, okay. Wir haben es jetzt beide hier nach oben geschafft. Luigi, Luigi, wir haben es gleich geschafft. Nicht schubsen, nicht schubsen. Komm, 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 komm. Und raus hier. Oh. Tut mir leid, Luigi, aber... Ludwig. Oh, das war aber eklig. Das war fast schon unfair. So, Entschuldigung, ich habe gerade die Feuerblume weggenommen. Aber der Kampf hier ist echt fies. Der ist echt schwierig. Vor allem nach der Passage gerade eben, wo man da nach oben musste. Na gut. Konzentration, wir kriegen das irgendwie gebacken. Perfekt. So, ab durch die Tür. Raus hier. Komm, Luigi, wir müssen raus. Durch die Röhre und dann haben wir es geschafft in dem Bereich. Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Ja, wir haben es geschafft. Oh, entschuldige, Luigi. Zack, da geht der Luigi davon. Wir haben ihn leider runtergeschmissen. Aber versehentlich, wohlgemerkt. Okay, Entschuldigung. Wir konzentrieren uns wieder. Coole Musik. Raus aus der Wüste. Es geht weiter in die nächste Welt. Was wird es sein? Ein Wald. Es geht durch die Wälder von Flixboy. Und was haben wir hier Schönes? Cloud Forest. Der Wolkenwald. Ach so, weil es da oben diesen Lakitu gibt. Beziehungsweise die Piranha-Pflanze. Piranha-Pflanze auf einer Wolke, finde ich auch irgendwie cool. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen in dieser Form. Warum eigentlich nicht? Also wieder tolle Inspiration für alle Baumeister unter euch. Also was hier die Katzen-Community baut, ist faszinierend wie immer. Da boop, da boop, da bap, da bap. So, schön mit der Wolke unterwegs. Ach ja. So ein kleiner Wolkenspaziergang hat doch was. Da 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 da. Bum bam. Bum bam. Da ba 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 ba. Ach, die. Ich weiß nicht, ich liebe auch diese Musik hier im Wald. Die ist Herz allerliebst. So. Nach oben. Luigi, Lua. Was machst du denn da? Oh, Teppichtörtchen. Komm, 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 komm. Oh! Das war ein böser Treffer.
Das muss man so sagen. So und nicht anders. Naja, was soll's. Hauptsache, es geht weiter voran. Da, Bub. Oh, Luigi. Wo müssen wir denn jetzt... Oh, okay, okay, okay. Es geht hier weiter. Sehr gut. Bloß weg hier. Das ist echt mies hier, die Stelle. So, Luigi kommt... Oh, was machst du, Luigi? Schnell, die Säure kommt doch. So, nach oben, nach oben. Und da ist die Röhre. Müssen wir da rein? Ja, es gibt zwar noch eine Bombe, aber sparen wir uns das lieber. Ich meine, sicher ist sicher. Und Luigi steht ganz stolz da oben. Während Mario gerade noch mit der Nase über dem Wasser steht. Okay. Hey, ich meine, Hauptsache wir haben das Level geschafft. Das war nicht so einfach, aber stattdessen auch ziemlich cool. So, nächste Röhre. Übrigens, Flixboy hat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 8 Welten oder 9? 8 oder 9, ich glaube 8 sind's. Und ich werde natürlich nicht alle 8 Welten machen, da ein Level in einer Welt auch schon ziemlich lang und groß ist. Also schön durchdacht. Deswegen schon mal hier der Hinweis, dass ich das splitten werde. In der nächsten Two-Player-Folge gibt es dann auch nochmal die restlichen Level von vom lieben Flixboy. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt noch das die Waldwelt. Vielleicht sogar noch eine zweite. Ich muss mal gucken, wie weit wir kommen. Also so die Hälfte der Welten hätte ich schon gerne heute geschafft. So, Achtung. Da kommt wieder ein Knochentrocken. Und die Welt, die ist schon knifflig. Also die sollte man hier nicht unterschätzen. Immer diese depressive Musik. Diese Geisterwelten haben in Super Mario Bros. 3, zumindest in der Mario Maker Version, damals gab es diesen Soundtrack nicht. Aber hier ist die Musik sehr, sehr depressiv irgendwie. Also sehr, sehr traurig. Findet ihr nicht auch? Oder ist das nur meine Einschätzung? Hat aber auch ein bisschen was Geisterhaftes. Also hat so seine Vor- und Nachteile. So. Okay. Dann, uiuiui, es geht nach unten. Wo sind wir jetzt? Hallo, Knochentrocken. Bist du der Endboss? Oh, wir haben Knochentrocken als Endboss. Ist ja cool. Wie besiege ich dich denn? Muss ich dreimal auf deinen Kopf springen? Ach, der wurde jetzt so zerquetscht. Okay, interessant. Coole Idee. Aber so kann man auf jeden Fall auch lustige Bosskämpfe machen. Also man nimmt einen Charakter, der per se nicht kaputt geht, wie zum Beispiel einen Knochentrocken. Und dann muss irgendwie von oben ein Block herabfallen. Vielleicht kann man das auch irgendwie mit Donutblöcken regeln. Also für ein Rätsel. Für einen Rätsel-Bosskampf. Naja, egal. Da könnt ihr gerne tüfteln und euch was überlegen. Wir sind jetzt im Wald. In Lemmys Tempel. Der Lemmy und sein Tempel. Da bin ich mal gespannt. Das ist so ein Säure- oder ein Wald-Säure-Tempel. Oder wie ich zu sagen pflege, Johannisbeersuppe. Johannisbeerkraut von mir aus. Nee, Kraut nicht. Es gibt ja Schlehkraut. Schlehkraut. Oder heißt es Schlohkraut? Nee, Schlehkraut muss es heißen. Sehr, sehr bitter. Aber hat in der Blüte, also in der Reife, wenn die Beeren reif sind, sind die eigentlich gar nicht so bitter. Sondern eher süß. Ja, ich kenne sie jetzt eher bitter. Also wenn ich sie gegessen habe, waren sie meistens schon bitter. Egal, ich schweife ab. Ja, draußen kann man in der Natur auch immer wieder schöne Früchte essen. Man muss aber wissen, welche Früchte essbar sind. Es gibt ja zum Beispiel Vogelbeeren, die sind giftig für Menschen. Die erkennt man daran, dass sie klein, kugelrund und orange sind. Das sind keine Beeren, die man essen darf. Aber ja, es gibt, wie gesagt, das möchte ich hier nochmal betonen, nicht nur Beeren im Supermarkt. Gut, jetzt ist nicht die Jahreszeit dafür. Aber es gibt auch Beeren in der Natur, die man auch pflücken darf. So. Schön hier. Aber, ey, ich meine, es gibt zwar keine Beeren jetzt im Winter zu essen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber dafür gibt es endlich wieder Rosenkohl. Ich liebe Rosenkohl. Rosenkohl ist so lecker und steckt voller Vitamine. Das geköchelt in einem Topf für 15 Minuten. Schön weich. Und dann mit Salz gewürzt. Lecker. Oh, ich könnte mich da reinlegen.
Okay, Luigi, komm, wir müssen weiter. Wir dürfen dir keine Müdigkeit vorschützen. Und wir müssen das Level auch irgendwie schaffen. Ja, so vielleicht nicht. Aber mit Schwung hier vorbei. Sehr gut. Und nochmal, sehr gut. Das läuft wie Butter, geschmiert wie Butter. Okay, jetzt hier rein. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Oh, da ist unser Boss-Kumpel, unser Bossgegner. Der böse Lemmy. Aber das ist nicht einfach. Oh, 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 Luigi, pass auf dich auf. Lass dich nicht runterschubsen von den Bällen, okay? Wenn man vom Teufel spricht. Lass dich nicht runterschubsen von den Bällen. Okay, ich lass mich runterschubsen. Tschüss. Nein. Na gut, nicht so schlimm. Wir machen es einfach nochmal. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Schaffen wir. Dabab, dudubidub. Diesmal schaffen's wir. Wir müssen nur ganz, ganz vorsichtig sein. Okay. Soweit, so gut. Was haben wir hier Schönes? Noch mehr zu entdecken, noch mehr zu erleben. Nochmal das gleiche Spiel wie vorhin. Aber alles gut. Ich bin ja darauf eingestellt, dass wir diesen Abschnitt nochmal wiederholen müssen. So. Dabab, dubidab. Dabab. Oh, 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 oh. Und da ist er wieder. Hallo, mein lieber Lemmy. Du Verspielter mit deinem Spielball. So, Achtung. Sollte ja nicht so schwer sein. Ha. Etwas mit mehr Verstand an die Sache rangegangen und zack, hat man den Gegner besiegt. Cool. Das hat gut funktioniert. Also tendenziell kann man sagen, dass wir pro Welt ungefähr 10 Minuten brauchen. Wie gesagt, es gibt 8 bis 9 Level. Um die Hälfte dann zu machen, werde ich noch eine Welt für euch spielen. Und die nächste Welt wird folgendes sein. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ich weiß es selbst noch nicht. Achtung, Achtung, Achtung. Eine Schneewelt, eine Winterwelt. Okay. Und mit einem Geisterhaus irgendwo im Wasser. Bin mal gespannt. Cold Slides. Ja, kaltes Rutschen, wenn man so möchte. Slide ist ja Rutschen. Einfach hinab, runter. Also es gibt kleine Hügel und das finde ich irgendwie schön und passend. Das passt zur Winterzeit. Wie so kleine Schneehügel. Ja, kann man jetzt nicht eins zu eins so sagen. Sieht ja eher eisig aus. Also vereiste Schneehügel. Minusgrade haben wir hier. Aber, coole Idee bisher. Oh, 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 da müssen wir vorsichtig sein. Dabadubidu, immer vorsichtig sein. So, oh, Mario 64 Musik, cool. Das erinnert mich sofort an Rainbow Road. Übrigens, nächste Woche startet Super Mario 64 im Katze-Club. Aber kommt natürlich auch noch hier auf YouTube, allerdings etwas verspätet. Da lasse ich euch aber noch entscheiden, ob ihr lieber Mario Galaxy sehen möchtet oder Mario 64. Aber wer im Katze-Club ist, ihr kennt das ja, kriegt die Vorteile. Ihr kriegt manche Videos schon viel, viel früher zu sehen. Allein Captain Toad's Treasure Tracker kriegen viele von euch jetzt schon zu sehen. Und das kommt aber erst nächstes Jahr. Also auf YouTube. So. Oh, riesige Monster! Riesige Monster. Also Mario und Luigi sind riesige Monster. Mit dem Riesenpilz. Cool. Komm, Luigi, wir müssen weiter. Okay, Mario. Als riesige Menschen werden wir alles zerquetschen. Ja, das sehe ich genauso, Luigi. Also lass uns schnell weiter. Okay, dann stürz einfach ab, Luigi. So, Achtung, kommt der riesige Protz da nach oben. Luigi auf jeden Fall. Und wumms. Luigi, komm, wir müssen weiter. Nicht wieder rumschlendern. Oh, okay, okay, okay. Na gut, halb so wild. Dann geht's eben für mich alleine weiter. Oh, Luigi ist auch noch da. Aber gerade noch in letzter Sekunde kam der liebe Freund. Na, mein lieber Gesangsverein, dich habe ich ja vermisst. So, cool. Geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. So, was gibt es noch so Schönes? The Ice Tunnel. Der Eistunnel zu Deutsch. Ja, Tunnel schreibt man genauso wie Tunnel.
Also daher kann man sich dieses Wort ganz einfach ableiten. Wird genauso geschrieben, wird nur anders ausgesprochen. Tunnel in Englischen heißt Tunnel. Und schon haben wir wieder was Neues gelernt. Nämlich ein neues englisches Wort für Tunnel. Ich wiederhole es nochmal, Tunnel. So, das ist natürlich interessant für alle jüngeren Zuschauer. Für die älteren Zuschauer, die denken sich, Mensch Katze, ja, das wissen wir alle. So, was gibt es denn noch so Schönes? Da, 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 da. Also, lustiger... Okay. Jetzt kommt Baby Bowser hier. Plötzlich irgendwo ganz oben in der Wüste. Ja. Da wird es anscheinend ein bisschen wärmer. Oder nee, das ist eigentlich immer noch in der Wüste. Es ist nur ein Sonnenuntergang. Um das Setting mal ein bisschen zu verdeutlichen. So, und links und rechts gibt es noch Munchers. Und der hat einfach mal einen Hammer. Der hat einfach mal Hammer, um anzugreifen. Ist das fies. Aber mal so richtig fies. Aber wir haben es geschafft. Ja, Luigi, du hast es ganz alleine geschafft. Danke, danke, danke. Danke für nichts, mal wieder. Aber alles gut. Ich bin dir nicht böse, mein Freund. Hauptsache, es geht weiter und wir kommen im Spiel weiter voran. So, kommt die vorletzte Welt, die vorletzte Welt. Cursed Cave, Cursed Cave. Verfluchte Höhle. Na, da bin ich mal gespannt. Verfluchte Höhle klingt schon mal... Oh, oha, da wäre das Ziel gewesen. Das ist ja fies. So, oh, okay, okay, okay. Oh, oh, wir fallen erstmal in die Tiefe. Was hat das zu bedeuten? Jetzt sind wir ganz unten. Ein roter Schlüssel. Okay, jetzt ist der Fluch da. Wenn man einen roten Schlüssel hat, das kennt ihr vielleicht auch aus anderen Super Mario Maker Videos, die ich schon gemacht habe, folgt uns eine Maske. Denn diese Maske ist der, naja, wie soll ich sagen, der Beschützer oder der Herrscher des Schlüssels. Und jetzt sind wir verflucht. Wir brauchen den Schlüssel allerdings. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen nämlich mit dem Schlüssel bis zum Ziel kommen. Also das Ziel ist da, wo wir dann den Schlüssel einsetzen müssen. Oh, ah, ja, ja. Okay, hier gibt es auf jeden Fall ein paar richtig fiese Stellen. Ich muss an dieser Stelle gestehen, auch an den lieben Flixbein Hinweis, richtig schwieriges Level. Ich habe hier mit Luigi um die 15 Versuche gebraucht. Also ihr wisst ja, wenn ich irgendwie 15 oder sehr lange an einer Stelle stecke, dann schneide ich sie euch zurecht. Sonst müsst ihr euch die Stelle irgendwie nochmal eine halbe Stunde extra angucken. Und die Stelle, also dieses Level ist echt knifflig. Also Respekt, coole Ideen, aber nichts für Ungeübte oder für jüngere Spieler, die Steuerung vielleicht nicht so beherrschen. Aber ihr wisst ja, vor jedem Level kann man sich den Code abschreiben, wenn ihr sagt, ach Katze, die Herausforderung nehme ich an, dann probiert das Level mal aus. Ich fand's nicht knifflig. Ich fand's knifflig, so rum. So wird ein Schuh draus. Eieieiei. Also das war jetzt echt eine Sache. Wir haben es fast geschafft, oder? Ein bisschen noch, ganz vorsichtig. Okay, lasst uns lieber schnell da rein. Und sind wir jetzt durch? Ja, wir sind durch. Also ich möchte nochmal betonen, Flixboy, gute Arbeit, schwieriges Level. Muss man schon Geduld mitbringen. Okay, aber wir haben es geschafft. Auch wenn das Video... Ja gut, ich habe es für euch dann geschnitten, wenn ihr das seht, aber es hat 100 Jahre gedauert. 100 Jahre, wirklich. So, weiter geht's. Nächstes Level. Und das ist das Schlösslein. Und wie lautet das Schloss? Wie heißt das Schloss? Larry's Firefight. Larry's Feuerkampf. Cool. In einer Eiswelt einen Feuerkampf zu veranstalten, das klingt schon mal sehr, sehr widersprüchlich und das macht es auch so spannend. Also Feuer und Eis zum Beispiel macht erstmal keinen Sinn, aber dadurch, dass etwas keinen Sinn macht, wirkt es sehr interessant. Okay. So, zum Beispiel genauso wie Wüste und Wasser. In einer Wüste ist alles staubtrocken, da erwartet man kein Wasser. Und dann aber Wasser zu bekommen, das macht ein Level wieder interessant. Also wenn ihr selber Level baut, arbeitet durchaus mal auch mit Widersprüchen, um euer Level dann
umso spannender zu gestalten. So, Luigi, nur zu zweit kommt man weit, so lautet unser Motto wie so oft. Deswegen tun wir, glaube ich, ganz gut daran, wenn wir hier gemeinsam durch das Level laufen. Das war knapp. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, Achtung. Luigi, wir müssen da einmal rüber. Ja, wow, wow. Gut. Und jetzt geht's hier rein. Und da ist unser lieber Larry. Larry, altes Haus, wie geht's dir? Mein alter Kumpel aus vergangenen Tagen. Naja, ganz aus vergangenen Tagen ist er ja nicht. So. Schlüssel durch und wir haben es gemeistert. Coole Ideen bisher. Also hier nochmal großes Lob an Flixboy. Für die, nicht nur für eine Welt, sondern für bisher 4 Welten, die ich spielen durfte, zusammen mit meiner Freundin, die Luigi spielt. Und vor allem auch in den Welten für die vielen tollen Level. Für sehr viel Fantasie, für sehr viel Kreativität vor allem. Cool. Sehr, sehr cool. Und die nächste Welt, die uns erwarten wird, ist die Untergrundwelt. In diesem Sinne, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Rechts findet ihr weitere Videos von mir. Tippt da einfach mit eurem Finger drauf und ihr könnt euch weitere Videos ansehen. Und links unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Einfach auf das Katzensymbol tippen und dann auf Abonnieren. Würde mich riesig freuen, damit unsere Katzen-Community weiter wächst. Bleibt wie immer katztastisch!